Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notizhefte. Heute wieder mal mit einem anderen Setting im Stehen vor dem Bücherregal begonnen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es so eine Mischung aus Vlog und Ankündigung der Bücher, die ich im Oktober/November lesen möchte. Ich habe gerade ein Buch abgeschlossen, dieses hier, ein fröhliches Begräbnis von Lyudmila Ulitskaya, einer russischen Autorin. Und ich muss sagen, das Buch hat mich wirklich begeistert. Eine, ja, wie soll ich sagen, saftige Sprache, also so richtig mitten rein ins Leben, aber nicht ordinär. Nicht abschreckend, nicht ekelerregend, sondern realistisch und treffend. Nicht gesucht, sondern vital, ursprünglich, comme il faut. Und die Geschichte, die erzählt wird von einem Mann, der stirbt, wenn man so möchte, inmitten seiner Lieben und inmitten einer Schar von Menschen, mit denen er in engerer und näherer Beziehung steht und stand im Laufe der Jahrzehnte. Und es wird dieses Sterben erzählt, aber eben auch immer wieder in geschickt eingeflochtenen Rückblicken wird geschaut, wie sich das alles entwickelt hat, wer mit wem, warum und wie zusammenhängt. Und das Ganze liest sich super schnell weg, ist nach meinem Dafürhalten gehaltvoll, ein interessantes, ein gutes Buch, das ich gerade beendet habe. Und gerade begonnen habe ich dieses Buch hier, Wien und die Juden. Eine Essaysammlung eines Mannes, der selbst als Wiener Jude fliehen musste vor den Nationalsozialisten und ihren österreichischen Helfershelfern, der dann in Amerika, wie so viele, eine Karriere als in seinem Fall Literaturwissenschaftler gemacht hat. Und er blickt eben auf die Bedeutung, auf den Beitrag jüdischer Menschen zur Entwicklung der Kultur in Wien um die Jahrhundertwende drauf. Das ist ja ein Buch, was ich mir in Wien gekauft habe. Und ich habe die ersten zwei Essays gelesen, die eine sehr fundierte Herangehensweise erkennen lassen, aber eben auch einen, wie soll ich sagen, einen literarischen Erzählton haben, sodass also die Fakten, die hier dargelegt werden und die Einschätzungen, die unser Autor Egon Schwarz trifft, dass die substanziell sind in der Sache, aber eben in der Form angenehm
gefällig daherkommen, ohne aber dadurch an Überzeugungskraft und an Niveau zu verlieren. Also ein bislang gelungenes Buch zu einem wichtigen Thema. Bald abschließen werde ich dieses Buch hier über die Hanse. Das lese ich ja im Rahmen des Historathons. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe unheimlich viel gelernt, denn man hat so eine grobe Vorstellung, die aber auch nur im Ungefähren verharrt. Und hier gibt es viele Informationen zu den tatsächlichen Strukturen, zu den Problemen, zu Lösungsansätzen. Und wie soll ich sagen, vieles war mir neu, anderes konnte ich gut verknüpfen mit Wissen, das ich hatte. Eine lohnende Lektüre und ich denke, das geht im letzten Drittel des Buches so weiter. Es kommt ja immer wieder, wenn man in einer literarischen Gesellschaft ist, das Jahrbuch. Hier stehen die paar der Goethe-Gesellschaft, die der Thomas-Mann-Gesellschaft habe ich auf der anderen Seite. Und man hat immer jedes Jahr das Gefühl, oh, da musst du mal reinschauen und da musst du mehr lesen. Das tue ich dann ja auch immer, aber natürlich nie alles und nie, wenn es an der Zeit ist. Mit dem Jahrbuch 2023 bin ich aber etwas besser dran, denn das habe ich mir jetzt vorgenommen und schon die ersten beiden Beiträge gelesen. Und da geht es um das Verhältnis von Thomas Mann zur Republik, zur Weimarer Republik, die berühmte republikanische Wende durch die große Rede nach der Ermordung Walter Rathenaus. Zwei interessante Texte, die verschiedene Aspekte beleuchten und die Lust auf mehr machen. Und das Gute ist ja, mehr hat man ja im Regal, nämlich in meinem Fall dieses Buch hier. Ankommen in der Republik, Thomas Mann, Nietzsche und die Demokratie. Auch ein Buch, das sozusagen wieder sich dadurch in den Vordergrund drängt, dass eigentlich der Lektüre hart nach ihr ruft, weil es eben dieses wichtige, dieses interessante Thema beschreibt und behandelt. Wie Thomas Mann, der vorher unausgesprochen während des Krieges zu Beginn, aber eben auch am Ende mit Publikationen hervorgetreten ist, in denen er sich als Gegner der Republik, als Befürworter der Monarchie, als Verfechter einer Überlegenheit deutscher Kultur gegenüber der Nachbarkultur ausgesprochen hat und der dann überrollt wird von dem, was tatsächlich passiert und auf einmal dumm dasteht, sich mit der Republik erst einmal abfinden muss und dann versucht, das argumentativ zu tun,
indem er nicht alles über Bord wirft, was er früher geglaubt hat, sondern es verbindet und zum Neuen hinbringt, eigentlich ein kluger Schachzug, um eben den Anschluss zu finden. Und das ist dann die Ermordung von Walter Rathenau, die ihn hervortreten lässt und die ihn sich pointiert äußern lässt. Und das ist ja eben auch zu sehen in einem gesamtpolitischen Zusammenhang. Nach der Ermordung Rathenaus fällt ja dann der berühmte Satz im Reichstag: Der Feind steht rechts. Und dadurch wird eben klar, wer die Republik, wer Freiheit und Gleichheit gefährden wird und eben auch an den Rand des Untergangs bringen wird. Also dazu freue ich mich auf weitere Lektüren. Und wenn man immer schon von weiteren Lektüren spricht, muss man natürlich auch sagen, das ist ein Buch, was ich vor einiger Zeit begonnen habe, was ich wirklich interessant finde. Und auf dem Historikertag in Leipzig war ich auch bei einer Veranstaltung, wo der Autor Schulze-Wessel gesprochen hat. Und dabei wurde eben tatsächlich deutlich, dass dieses Buch viel zu bieten hat. Und ich muss also erklären und auch mir selber nicht gut zureden, sondern mir selber deutlich machen, dass das ein Buch ist, das jetzt weitergelesen werden soll. Und ich freue mich auch darauf, hoffe, jetzt schon in der nächsten Woche, am Wochenende, da ein bisschen Zeit für einplanen zu können, weil da kann man nicht mal so 10 Minuten, sondern da muss man sich schon mal 2-3 Stunden hinsetzen. Aber das wäre schön, wenn das dann klappt, um da substanzielle Fortschritte zu erzielen. Der Fluch des Imperiums von Martin Schulze-Wessel. Und schließlich, ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Buch schon gezeigt habe, Effingers. Ich sage ja immer, das ist gut, aber nicht so super, dass es mich richtig an das Buch fesselt. Das liegt meines Erachtens an der etwas fahrigen Erzählweise. Es sind zu viele kleine Kapitel, die sich für mich als Leser bei meinem Lesegeschmack leider noch nicht wirklich zu einem zwingenden Ganzen gefügt haben. Und obwohl ich jetzt schon über 500 Seiten gelesen habe, schafft es das Buch nicht so wirklich, aber ich möchte natürlich auch wissen, wie es ausgeht und hoffe, dann doch noch irgendwie in seinen Bann gezogen zu werden. Rest Oktober und November, da steht das auf dem Plan. Gabriele Tergit, Effingers. Und dann habe ich jetzt endlich mal ein Buch mitgebracht. Ich muss ja momentan oder in der zurückliegenden Zeit immer dieses Buch hier zeigen, Besessen Antonia Byatt. Das ist von der Büchergilde. Und ich muss ehrlich sagen, schön ist dieses Buch nicht, vor allem wenn man es mit dem Original vergleicht. Das ist die 93 bei Insel erschienene Ausgabe. Das ist, ich weiß gar nicht, wie man das zeigen soll, dieses hier, der Büchergilde. Also das gefällt mir nicht so gut. Deswegen legen wir das jetzt wieder weg und zeigen dieses hier, Besessen. Ich habe ja schon verschiedentlich über dieses Buch gesprochen. Es ist ein Roman, der auf 2 Zeitebenen spielt, in der Gegenwart und im viktorianischen Bereich. Heute sind es, also heute, das Buch ist 93 geschrieben, also es spielt in den 80er Jahren. Und in dieser Gegenwart gibt es Forscher aus Großbritannien und den USA, insgesamt 4 Teams, sagen wir mal, die sich mit 2 viktorianischen Dichterpersönlichkeiten beschäftigen, einem Mann und einer Frau. Die hat es nicht gegeben. Und Byatt erfindet nicht nur deren Leben, sondern auch deren Werk, zitiert daraus umfänglich und lässt diese 4 Teams um wissenschaftliche Erfolge konkurrieren, beim Aufspüren von Briefen, beim Herstellen von Querverbindungen. Und die Amerikaner haben eben mehr Geld als die Briten. Und es gibt unterschiedliche Herangehensweisen zu den einzelnen Schriftstellern, dem Mann und der Frau. Und es gibt natürlich eine unheimliche Konkurrenz. Also das ist ein besonderes Buch auch im Bereich Dark Academia, das Kriminalroman und Spannungselemente enthält und also bei den bisherigen Lektüren eine unheimliche Sogwirkung auf mich ausgeübt hat. Ich habe es 1995, glaube ich, das erste Mal gelesen, nachdem meine Mutter gesagt hat, sie hat da irgendwo einen Hinweis drauf gesehen, das dann gekauft und gelesen, sagte, das musst du auch lesen. Und dann habe ich es 95 Mal mitgenommen auf eine Reise, wo ich lange im Flugzeug saß und da konnte ich das dann
anfangen und den Rest meiner freien Zeit da in Washington habe ich mit diesem Buch verbracht, weil das so spannend war. Und in der Folgezeit habe ich es auch mehrmals gelesen, auch mal auf Englisch. Es ist super geschrieben, es ist total spannend, es ist ein unheimlicher Kosmos, der da entfaltet wird. Natürlich nicht so groß wie in dieser Trilogie, die Jungfrau im Garten und die Folgebände, also dieses hier, ich weiß gar nicht, ob alle drei Bände auf Deutsch übersetzt worden sind. Drei Bände sind das in Englisch, das ist der erste Band. Sehr toll, sehr lesenswert, große Empfehlung. Für diesen Herbst, Winter steht besessen auf meinem Plan. Aber erst muss ich mit den Effingers fertig werden, sonst ist das ungerecht, ne? Und außerdem wird es da nichts. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zuhören und auch das Betrachten der verschiedenen Impressionen, die ich in dieses Video eingestreut habe. Dann hoffe ich, dass wir uns bald in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Tschüss!